Ja, hallo. Heute geht es um dieses Bild. Da habe ich so einen Schimmer in dem Bild. Ich gehe da mal dran vorbei. Dann seht ihr, der Schimmer verschwindet mal und mal taucht er wieder auf. Je nachdem, wie das Licht darauf scheint, ist da in der Mitte so ein Goldglanz drauf. Und in diesem Video zeige ich dir mal, was ich da gemacht habe. Mir kam die Idee zu dem Bild, weil mein Verbandskasten aus dem Auto mal wieder abgelaufen war. Und da habe ich mal reingeguckt und gesehen, dass da ganz schön viele Materialien drin sind, die man einfach nochmal wieder verwenden kann. Und unter anderem eben diese Rettungsschutzdecke. Und das Schöne daran ist, die muss man eben nicht in den Müll schmeißen, sondern kann die einfach nochmal verwenden. Und hier kommt sie eben als Untergrund auf eine Leinwand. Nachdem ich also meine Folie auf Maß einigermaßen geschnitten habe, trage ich den dicken Binder auf, den ihr hier gerade seht. Den nehme ich auch ab und zu zum Anmischen von Strukturpasten oder zum Binden von Pigmenten und trage den eben großzügig vollflächig auf. Dann drehe ich es um, klebe es drauf und gucke mal selber, ich weiß auch nicht so genau, das war auch mein erstes Experiment. Die Folie hat sehr starke Knicke, die ich auch kaum rausgezogen kriege. Also beim Festkleben ordentlich drauf ziehen die Folie. Dann habe ich es geföhnt, also getrocknet und fange mit einem Weiß an. Weiß nehme ich meistens als Fertigfarbe, also fertige Acrylfarbe. Die Pigmente, die ich als Weiß habe, eignen sich oft nicht so gut, weil sie sehr, sehr schnell trocknen. Und weil da so eine Kante am Rand entstanden ist, trage ich die Farbe am Rand auch etwas dicker auf, um diese Kante abzudecken. Ja, und dann mische ich mir meine ersten Farbtöne an. Hier habe ich so ein Cadmium-Orange und guck mal, wie sich das mit dem Weiß vermischt und wie das so aussieht, wenn das Gold noch darunter vorscheint. Denn ich möchte ja so ein Licht in dem Bild haben. Jetzt gebe ich mal das Blau dazu, das ist ein hellblau. Bei mir heißt das echt blau, das Blau. Und trage das mal oben und unten auf, weil ich so eine Idee von Landschaft im Kopf habe. Ich gehe auch übers Orange, riskiere natürlich da Fehlfarben, also so Mischfarben, die ich wahrscheinlich gar nicht in dem Bild haben will. Aber ich probiere es trotzdem gerne aus, weil ich ja auch dunkler werden will in der Mitte und ich auch noch nicht so genau weiß, welche Farben ich da nehmen will. Dann kommt natürlich wieder mein Pinsel zum Einsatz, den ich ja fast überall habe oder verwende. Und hier ist jetzt auch schon das erste Mal das zu sehen, was ich nachher auch in dem Bild haben möchte. Ich habe also eine nasse Farbe auf dieser Goldfolie und habe jetzt ein Werkzeug, mit dem ich die Farbe wieder wegnehme. Ich will jetzt also hier in der ersten Schicht kann ich total viel rumexperimentieren und gucke erstmal, wie verhält sich die Farbe, wie kann ich mit meinem Werkzeug umgehen, wie sieht das überhaupt aus, gefällt mir das? Denn ich weiß, dass ich das hier alles wieder übermalen kann und auch wieder neu rauskratzen kann. Denn die Farbe trocknet sehr langsam auf der Folie. Und so wie ich es jetzt rausnehme, ist es mir alles eh viel zu deutlich. Ich möchte also viel mehr Licht, viel mehr Reflexion, viel mehr Tiefe in dem Bild. Aber so probiere ich es erstmal alles aus
und dann weiß ich, wie es geht. Und dann kann ich quasi anfangen, mein Bild richtig zu bearbeiten. Ich kann also alles wieder überspachteln und gucke auch, dass ruhig hier und da mal so ein paar Reste von dem rausgekratzten bleiben. Denn wenn so ein paar Kratzer bleiben, dann tauchen die so im Untergrund auf und das ergibt einen schönen Effekt, dann entsteht schon so eine Tiefe in dem Bild. Ich habe also noch ein helles Cadmiumgelb dazu genommen und ein ganz starkes Neonpink, was ich mit Weiß abgemischt habe, so dass ich da mit dem Gelb auch schöne Farbtöne reinbekomme. Zum Ende des Videos erkläre ich dir auch nochmal das Werkzeug, was ich zum Rauskratzen der Farbe genommen habe. Du kannst natürlich auch wunderbar zum Rauskratzen die Kante des Spachtels benutzen. Das tue ich eh immer mal, also ich ziehe die Farbe eh mal dünn ab, um dann so einen leichten Schimmer rauszunehmen. Und wie du hier siehst, habe ich jetzt gerade mit der Kante des Spachtels, oder mache ich gerade mit der Kante des Spachtels, eine größere Fläche rausgezogen. Ich habe so eine Landschaft im Kopf. Ich habe gerade eine Werbung gesehen von einer Ausstellung von William Turner und habe da so die Idee gehabt, ach Mensch, das würde ich so, das Licht und die Farben haben mich inspiriert, das würde ich gerne mal auf Leinwand bringen. Und da kam ich zufälligerweise auch gerade zu meinem Verbandskasten und habe gedacht, Mensch, das kann ich miteinander verbinden, das probiere ich mal aus. Jetzt male ich immer mehr eine Landschaft aus und da die Farbe eben auch langsam trocknet, kann ich oft gar nicht dunkler werden. Also jetzt zum Beispiel auf der Farbe kann ich nicht gleich eine dunklere Farbe geben, weil die Farbe eben noch nass ist und die dunklere Farbe da drauf kaum haftet. Das zwingt mich auch so ein bisschen dazu, ein bisschen langsamer zu arbeiten und auch ruhig mal was so stehen zu lassen, nicht gleich wieder überzumalen und zwischendurch mal trocknen lassen. Ich habe immer wieder so vorm inneren Auge Segelboote und so eine Wasserlandschaft. Aber ehrlich gesagt, kann ich weder segeln, noch weiß ich so genau, wie Segelboote aussehen oder sich anfühlen. Und ja, ich kann sie nicht malen. Das, was ich damit sagen will, ist, dass wenn ich mir diese Bilder angucke oder wenn ich mir das angucke, wie mein Segelboot aussieht, habe ich da eben kein Gefühl für. Und deshalb
finde ich meine Segelboote nicht schön und kann sie einfach nicht da stehen lassen. Wir haben also wieder übergemalt. So, den Pinsel, den ich ja sonst immer, immer, immer trocken benutze, habe ich jetzt mal in Farbe gegeben, weil er eben so schön schmal und breit ist und ich kann damit ganz gut so mein Licht im Horizont einarbeiten. Also ich male jetzt damit und nicht wie sonst immer ich die Farbe nur verteile. Zum Rausnehmen der Farbe kannst du eben dieses Werkzeug nehmen, das nennt sich Art Modelleur. Und man kann aber auch genauso gut zum Beispiel nehmen, in der Nagelpflege gibt es ein Hufeisenstäbchen, nennt sich das, habe ich extra nachgeguckt. Das hat auch so einen Gummiaufsatz vorne und das kann man zum Rauskratzen genauso gut nehmen, falls ihr das vorhanden habt. Und was sich besonders gut eignet zum Rausnehmen der Farbe sind Blumenstiele, am besten von einer Tulpe. Für feinere Linien kannst du auch einfach deinen Pinsel nehmen, den umdrehen oder jetzt eben dieses Werkzeug und den Stiel verwenden. Einfach das Ende des Pinsels nehmen, des Pinselstiels und damit kannst du prima ganz feine Linien rauskratzen. Und auch auf der Folie kann man das gut machen, da reißt nichts, die ist ziemlich fest. Diese Art kennt ihr auch aus den ganzen abstrakten Bildern. Da habe ich euch das auch schon immer wieder erklärt, dass man gut ein paar Linien ins Bild einarbeiten kann. Jetzt fehlen noch ein paar Lichter, es muss noch mal wieder ein Licht rein. Und das kann man eben am besten, indem man wirklich immer wieder drüber geht. Jetzt kann ich auch schon die Struktur mit ausarbeiten. Ich gehe also wieder flach mit dem Spachtel über die Struktur. Und dann entstehen so Zufälligkeiten. Auch hier kratze ich die Farbe wieder weg, trage sie wieder auf, kratze weg. Und so erhalte ich Zufälligkeiten in dem Bild, die man eben nicht in einer Farbschicht, also mit einem Farbauftrag hinkriegt, sondern da muss man einfach immer wieder dann auch rübergehen. Jetzt also noch die letzten tiefen Feinheiten ins Bild. Ich habe es trocknen lassen und ziehe jetzt eine ziemlich trockene Farbe, also die ist sehr trocken, kaum nass, also kaum Wasser oder Binder da drin und wische die so trocken über die Kante, sodass mal Farbe stehen bleibt, mal geht gar keine Farbe ab von dem Werkzeug. Das ist ein alter, schmaler Pinsel. Ursprünglich war das mal ein ganz feiner Malpinsel
aber jetzt ist vorne die Spitze ein bisschen verklebt und so kann ich eben die Farbe unsauber auftragen. Noch ein paar letzte feine Kratzer fehlen. Ja, und dann war es das auch schon. Und jetzt zeige ich dir gleich nochmal diesen Art Monolur. So sieht der vorne in der Spitze aus und der ist aus Gummi, ist biegsam und kratzt dadurch nicht und damit kann man gut Farbe, nasse Farbe aus dem Bild nehmen. Ja, ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht und du hast ein bisschen was mitnehmen können. Und ich würde mich freuen, wenn du den Kanal abonnierst oder einen Daumen hoch gibst. Ja, vielen Dank auf jeden Fall fürs Zuschauen und wie immer ganz viel Spaß beim Selbermalen. Tschüss!